Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, diesmal an einer etwas anderen Stelle als vorher. Ja, wir sind nicht mehr beim Erzhaufen, sondern wir sind jetzt hier am Eingang des neuen Lagers. Da hinten sind die Reisfelder, dahinter ist die Höhle. Und zwar habe ich mir gedacht, wir müssen jetzt diese Fokussteine suchen für die Wassermagier. Und wenn ich die Karte eben finde, genau da, die Fokuskarte von Satoras, da sehen wir hier im Süden von uns, haben wir theoretisch einen der ersten Steine. Zumindest war da mal ursprünglich der Stein. Ja? Und wir haben hier so einen Weg, den können wir hochgehen. Den habe ich bisher ignoriert und ich würde sagen, wir machen das einfach mal, gehen diesen Weg entlang. Denn das ist ein möglicher Weg, wie wir zu diesem Ort gelangen können. Ja, bisher bin ich dann auch nicht lang gegangen. Bergmoos. Weil da durchaus der ein oder andere Gegner lauert, mit dem wir bisher noch nicht so wirklich gewachsen waren. Aber mittlerweile sollten wir da eigentlich recht stark sein. Drachenwurzel, was machen die denn? Ich glaube, diese Pflanzen haben wir bisher noch kein einziges Mal gesammelt. Ja, hier Bergmoos, 18 Lebensenergiebonus und Drachenwurzel, 30 Mana-Bonus. Oho. Tja, ist irgendwie seltsam, dass es so ein paar Pflanzen gibt, die irgendwie nur... Na, das ist nochmal ein Bergmoos, nur sehr selten vorkommen. Also an sich ist es natürlich cool, wenn man so denkt, ja, ein Bergmoos, gut, das kommt jetzt hier nur an diesem Berg vor. Das ist schon irgendwie cool, aber irgendwie bringt es halt auch nicht wirklich was. Es gibt ja kein Alchemiesystem oder so, wo seltene Pflanzen irgendwie wichtig wären. So, ich schau mal, dass ich die Snapper hier so ein bisschen anlocke. Na, da kriege ich noch einen zweiten Feuersturm rein, oder? Na, zumindest auf den einen da hinten. Ah, haben wir nur noch zwei im Nahkampf, das ist okay. Vor allem, solange es nur Snapper sind, ist das ja eigentlich auch kein Problem. Mit denen werden wir ganz gut fertig mittlerweile. So, ein bisschen Lebensenergie habe ich verloren. Da kann ich mir hier so eine Heilessenz reinziehen. Ja, ich zeig hier, Essenz der magischen Energie lohnt sich eigentlich noch nicht. Dafür haben wir zu wenig Mana. Zu viel Mana. Aber insgesamt zu wenig Mana, um die anderen zu benutzen. So rum meinte ich das. So, nehmen wir alles mit hier. Gut, dass der nicht runtergefallen ist. So, wow, wie viel Blut der verloren hat. Bei Verbrennungen ist das irgendwie seltsam. Naja. Das scheint die Höhle der Snapper gewesen. Oha, was ist das denn? Das ist doch nicht die Höhle der Snapper. Ein Bluthund. Hallöchen. Ich kenne noch gar nicht. Wie viel hältst du denn aus? Ah, auch nicht so viel. Und er bringt genauso viel Erfahrung wie ein Snapper. Also sollten die Bluthunde eigentlich auch nicht so das Problem sein. Da brennt er noch ein bisschen vor sich rum. Sieht sehr interessant aus. Vor allem dieser Unterkiefer. Sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte, bloß ohne Panzer. So eine Schnappschildkröte. Wo ist denn hier ein Trank? Und einen Ring. Ich schau mal kurz, was für Ringe ich dabei habe, damit ich gleich identifizieren kann, was das für ein Ring ist. Einmal Lebensenergie 10, okay, Schutz vor Feuer 3, Pfeile, Waffen, Stärkebonus. Okay. So, was bringst du? Mhm. Ach, das ist noch ein Ring der Lebenskraft. Ja, gut. Wie viel ist der wert? 180, also können wir ihn für 90 verkaufen. Ja, ist besser als nichts. Werde ich jetzt nicht benutzen. Dazu hatte ich ja schon mal was gesagt, dass ich das in Gothic relativ sinnlos finde, Items zu benutzen, die uns die Lebensenergie erhöhen. Haben wir auch einen schönen Ausblick hier unten auf diesen See. Hm. Na gut, gehen wir mal weiter den Weg hier entlang. Eigentlich wäre das der perfekte Ort, um so einen Kopfsprung ins Wasser zu machen, oder? Ich glaube, das mache ich mal. Natürlich speichere ich vorher, damit ich nicht den ganzen Weg nochmal nach oben gehen muss. So. Geronimo! Yay! Einen Kopfsprung sollst du machen, keinen Bauchklatscher. Aua. Das hat bestimmt wehgetan. Haben wir hier eigentlich im Haus irgendwas drin? Hier unter Wasser? Na, sieht nicht so aus. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Achso, jetzt bin ich zwischen den Häusern. Naja, zwischen den Hütten.
Und hier unten irgendwo ist hier noch irgendwo etwas Interessantes. Sieht nicht so aus. Naja, egal. Dann laden wir das einfach mal wieder. Weil ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Weg wieder nach oben zu latschen. So. Weiter geht's. Schauen wir mal, was wir hier noch finden werden. Ob hier noch weitere Snapper auf uns warten oder Bluthunde oder alles zusammen. Irgendwelche Orks vielleicht noch. Oha. Was ist das? Es hört sich ja nach Feuerbällen. Hallöchen. Hallo Milton. Was treibt dich denn hierher? Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Ja klar, ich meine, ich habe schon eine bessere Robe als du. Natürlich bin ich stark geworden. Was denkst du denn? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Aha. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Es war ja so klar, dass wir nicht einfach hier hingehen und den Fokusstein aufsammeln können. Nein, natürlich gibt es da einen Wächter. Aber es ist besser, als wenn wir selbst von diesem Fluch betroffen worden sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann wäre unser Abenteuer halt ziemlich schnell zu Ende gegangen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Krieg ich hin. So, dann schauen wir uns doch mal an, was wir haben. Ach, den Feuerball, den kann ich mal wegrüsten. Den brauchen wir gar nicht mehr. Feuersturm. So, wo ist denn die Spruchrolle?
Untote vernichten. Mana kosten 5, Magieschaden 9999. Tja, das ist schon krass. Davon hätte ich gerne die Rune. Also der Schaden geht wahrscheinlich auch nur bei Untoten tatsächlich. Aber trotzdem, hallo. Das ist total der gute Zauber. Vor allem für die ist das den Mana-Verbrauch. Flammendorn. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Alles klar, vorher speichere ich aber nochmal, denn ich habe so das Gefühl, dass ich hier ein bisschen drauf gehen werde. Ich meine, das hatten wir ja lange nicht mehr, dass ich hier drauf gehe, aber gucken wir uns das mal an. So, ich rüste erstmal hier den Zauber an. Oh, und ich sollte vielleicht mal jetzt einen Mana-Trank trinken. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das speichere ich auch nochmal. Nicht, dass ich dann gleich, falls ich tatsächlich sterben sollte, dass ich dann ohne Mana darunter gehe. Das wäre echt was doof. So. Was haben wir denn hier unten? Skelette schon mal, okay. Da unten ist die Plattform. So einen haben wir ja schon mal gesehen, als wir den ersten Fokusstein gefunden haben. Warum auch immer die Plattform hier im Untergrund ist. So. Na, die Skelette. Die sollten wir mit dem Untote vernichten Zauber nicht treffen. Aber das da hinten sieht aus wie der Wächter. Aber den kann ich leider noch nicht anvisieren. Jetzt habe ich die Skelette. Okay, Moment. Erstmal hier das auf den Wächter. Boah, 1500 Erfahrung. Krass. Und da geht er drauf. So, jetzt habe ich nur das Problem der Skelette. Ja, normalerweise in Rollenspiel... Ach, die gehen alle auf den Gegner. Das ist schön. Normalerweise sind Skelette ja so Anfangsgegner in Rollenspielen. Ja. Die nicht wirklich eine große Herausforderung darstellen. In Gothic, wie ihr sehen könnt, ist das leider ein bisschen anders. Da sind die Skelette richtig, richtig stark. Und ich finde das gerade super, dass die sich alle auf Milton konzentrieren. Weil da gehe ich gar nicht drauf. Das ist ja ziemlich cool hier. Da kann ich in Ruhe die Feuerstürme zaubern. Jetzt treffe ich wahrscheinlich gleich Milton und Milton greift mich dann an. Aber ihr seht, wie viel die aushalten, ja. Gut, den Rest kann ich vielleicht im Nahkampf so ein bisschen erledigen hier. Oder ich schaue einfach Milton dabei zu. Vor allem der Milton, ihr seht, der nimmt überhaupt gar keinen Schaden. Krass. Dass das hier so gut funktioniert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, Milton. Du hast mir echt weitergeholfen hier. So, okay, die Skelette an sich haben nichts dabei. Aber wir können ihre Äxte mitnehmen. Sind zwar nur verwitterte Äxte, aber die sind immerhin auch ein bisschen erzwert. Also nicht viel. Wirklich nicht viel. Ah, ich habe noch die ganzen Ork-Waffen dabei. Kammschwert, grobes Schwert, da 19 Erz. Naja, immerhin. Aber cool, Moment. Sind das die Skelette, die herumgeblutet? Ja, das sind die Skelette, die herumgeblutet haben. Warum bluten die Skelette? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Naja, egal. Moment, ich möchte das einmal... wo speichere ich das denn? Ich speichere das jetzt einfach mal hier kurz. Dann möchte ich euch nämlich demonstrieren, wie schnell mich so Skelette tatsächlich umhauen können. Denn dass das jetzt so gut funktioniert hier, damit hätte ich nicht gerechnet. So, da lade ich nochmal eben den vorherigen Speicherstand und gehe einfach mal so da rein. Und versuche jetzt mal die... Ja, erstmal ihr seht, wie wenig Schaden ich im Nahkampf mache. Ja, vor allem, die rennen hier halt die ganze Zeit um mich rum. Und da habe ich nicht mehr wirklich eine Chance. Und schon bin ich tot. Oh ja, Tanz. Tanz für mich. Na gut, egal. Das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Deswegen laden wir das einfach mal und schauen uns an, was wir denn hier so haben. Also das ist das Podest vom Fokusstein, ja. Ganz schön gemacht hier. Oh, da liegt ein Trank. Ist aber, glaube ich, kein permanenter. Nee, leider nicht. Egal. Und der Wächter. Ein Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus der Gruft unter dem Steinkreis. Und der orksche Talisman. Schutz vor Feuer 20. Cool. Ach, können wir den nicht behalten? Du hast den Talisman. Schade. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund.
Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Alles klar. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Magie zu Ehren. Na gut, dann... Wir sehen uns. War schön, hier mit dir so ein kleines Abenteuer zu bestreiten, Milton. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. So, was haben wir hier? Oh, 521 Erz. Hab Pfeile, Bier, Dietriche und den Fokus unter dem Stonehenge. Einer der fünf Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Ja, coole Sache. Nehme ich mit hier. Och, wie lange das wieder dauert, allein das ganze Erz in mein Inventar zu übertragen. Aber das finde ich gut. So, haben wir denn in der anderen Truhe auch noch was Schönes drin? Na, die ist abgeschlossen, klar. So, links, links. Ach, links, links, rechts, das war gar nicht so schwierig. Was haben wir hier nochmal? 500 Erz. Krass. Nehme ich alles mit hier. Also das hat sich gelohnt. Zum einen haben wir den Fokusstein bekommen, zum anderen haben wir eine Stufe bekommen, weil das hier richtig viel Erfahrung gegeben hat. Ich glaube, ein Skelett hat 250 Erfahrung gegeben, der Wächter 1500. Ja, und dann, wenn wir uns mal angucken, wie viele Skelette hier auch rumliegen, ja. Das war schon ordentlich. Gut, ich würde sagen, das speichern wir nochmal. Und dann schauen wir uns oben beim Stonehenge nochmal ein bisschen um. Bevor wir jetzt den Fokus zurück zu den Wassermagiern bringen. Denn, na, gibt es zum einen noch Heilkräuter und zum anderen gibt es hier vielleicht noch andere Sachen, die wir irgendwie mitnehmen können. Kann ich auf Stonehenge draufklettern? Auf den Steinkreis? Ist da oben vielleicht die ultimative Waffe versteckt? Nee, hier ist gar nichts. Aber einen schönen Ausblick haben wir von hier oben. Ist doch auch was Nettes. So, Heiltrank könnte ich auch mal... Oder wobei, wir können auch mal ein bisschen Fleisch essen hier. Wir haben so viel davon. Okay, es bringt kaum was. Könnte ich auch verkaufen, theoretisch. Ich meine, es gibt 4 pro Fleisch. Wenn ich die 200 davon verkaufe, ja, haben wir direkt mal 800 Erz noch drin. Also falls ich mal Geld brauche, dann mache ich eine Metzgerei auf. Ja. So, den Bluthund hatte ich ausgenommen, nicht wahr? Ja. Okay. So. Was haben wir denn hier oben? Irgendwie noch ein bisschen Erfahrung wäre nett. Eine Steinwurzel ist auch okay. Und hier haben wir eine kleine Höhle. Schauen wir doch da mal rein. Noch eine Drachenwurzel. Die Drachenwurzel nehme ich gerne mit. Denn 30 Mana mal ebenso. Trinke. Tja, woran die wohl gestorben sind? Wahrscheinlich will man das gar nicht wissen. Sieht komisch aus, als ob man hier irgendwie durch die Wand durch könnte, aber das ist wahrscheinlich nur die Textur, die so komisch aussieht. So, was haben wir denn hier für eine Hütte? Vor allem, wer hat das errichtet? Das ist ja so ein in den Fels gehauenes Häuschen hier. Ah, interessant. Aber ist auch nicht wirklich was drin, außer dieser Truhe hier. Und die ist nicht mal abgeschlossen. Na, ein bisschen Erz, paar Dietriche, nehme ich trotzdem mit. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ich glaube, in die Richtung muss ich aufpassen, tatsächlich. Ja, da hinten sehen wir es. Da ist ein Schattenläufer. Da hinten... Ich werde mal versuchen, ob ich den erledigen kann. So einen Schattenläufer alleine im Feuersturm vielleicht. Ja, wobei einer wird da nicht ausreichen. Aber irgendwie wäre das schon cool. Natürlich vorher noch das ganze Zeug einsammeln. Soll ja nicht verloren gehen. Okay, das speichern wir nochmal. Aber wahrscheinlich wird er mich hart auseinandernehmen. Ich habe sowieso keinen Mana mehr. Warum habe ich nie Mana, wenn ich Mana brauche? So. Ah, er hat mich schon gesehen. Mist. Mist, das ist schlecht. Und was ist... Okay. Der verfolgt uns also nicht besonders weit. Finde ich okay. So. Oh, das macht aber ordentlich Schaden hier. Krass. 400 Erfahrung.
Also hätte ich nicht gedacht mit den Skeletten, die haben wesentlich mehr ausgehalten. Also die scheinen eine hohe Magieverteidigung zu haben, aber der Schattenläufer hier, der geht ja richtig schnell drauf. 400 Erfahrung, Fell eines Schattenläufers, was einfach mal 100 wert ist. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Ja, schön. Ah, da unten haben wir noch Beißer. Die können wir natürlich auch nochmal erledigen. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin, wenn wir da weitergehen? Ach, da kommen wir beim alten Lager wieder raus. Okay, bevor wir jetzt da lang gehen, möchte ich doch erstmal noch hier da hinten die Sachen angucken, weil da liegt bestimmt noch das ein oder andere. Und um die Beißer kümmern wir uns dann gleich. Ich sehe hier an den Felsen rum, liegen, glaube ich, Pilze. Habe ich das richtig gesehen? Jawohl. Na, das Sklavenbrot sollst du bitte auch mitnehmen. So, beim Stonehenge, ich finde das eigentlich dämlich, immer Stonehenge zu sagen. Eigentlich ist Steinkreis ja schon das bessere Wort, im Deutschen zumindest. Aber irgendwie, jetzt so Milton die ganze Zeit Stonehenge gesagt hat, ist so ein bisschen drin. So. Schöner Ausblick auf den See nochmal. Wir könnten jetzt hier auch noch einen Bauchklatscher auf das Land machen, auf den Strand da unten. Aber ich glaube, das überleben wir nicht. Deswegen lasse ich das lieber sein. Außerdem tut das noch ein bisschen mehr weh als ein Bauchklatscher aufs Wasser. Würde ich fast behaupten. Wobei, das kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Höhe man abspringt. Aus der Höhe ist es wahrscheinlich egal, ob man jetzt aus Wasser mit Bauchklatscher macht oder aufs Land. Wo kommst du denn her? Du warst doch noch gerade nicht hier oben. Hä? Okay. Interessant. Ich bin noch gerade hier vorbeigelaufen. Naja, egal. So. Scavenger. Boah, Scavenger haben wir lange nicht mehr besiegt hier. Vor allem, die sind ja überhaupt keine Herausforderung mehr. Einmal mit dem Schwert und dann sind sie schon kaputt. Aber hey, Erfahrung ist Erfahrung. Und die möchte ich nicht verschmähen. Oh, da unten ist auch noch ein Varan. Ja, vielleicht hätten wir hier unten zumindest schon mal früher lang gehen sollen. Einfach um die Erfahrung noch einzusammeln. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ach, schön. Ich mag das ja, wenn es in Spielen regnet. Das ist immer schön atmosphärisch. Ja, vor allem denke ich dann da an den Anfang von Little Big Adventure 2 beispielsweise. Das hat schon was. Wenn man auf der Zitadelleninsel unterwegs ist, das ist schon schön. Ich muss trotzdem immer mal so ein bisschen auf die Karte gucken. Ach, wobei, hier sollte eigentlich nichts sein in dieser Richtung. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir da unten in das Ork-Gebiet reingehen. Das, was auf der Karte eben nicht angezeigt ist. Und das wäre schlecht. Denn ich glaube, da sind wir noch nicht ganz so gut ausgebildet für. Da brauchen wir mal ein bisschen was. Weil ich meine, so ein, zwei Orks kriegen wir ja schon tot, ja. Aber wenn dann eine ganze Armee von Ork-Kriegern auf einen zukommt, das ist dann schon wieder was anderes. So, hier war dann noch ein Heilkräuter, genau. Nehmen wir mit. So, meine Uhr. Okay. Das sieht auch sehr cool aus. Jetzt hier mit der Barriere und den Blitzen. Ja, das hat schon was. In die Richtung müsste es runter zum See gehen, jawohl. Ach, da sind sogar noch Blutfliegen. Die Seite vom See habe ich noch nie angeschaut. Hätte ich einfach rüberschwimmen können. Wäre noch ein bisschen Erfahrung gewesen, aber gut. Dafür können wir die ja jetzt mitnehmen. Noch mehr Blutfliegen. Vielleicht ist da auch noch ein Lurker oder so. Ja, tatsächlich. Habe ich es doch richtig in Erinnerung. Der will mal wieder keinen Schaden nehmen hier. Na komm. So. Yay. Mit einem nicht mal aufgeladenen Feuersturm. Einfach so weggehauen. Wie viel Schaden macht er eigentlich, wenn ich den nicht auflade? 50 war das, glaube ich. Ah, 50. Ist schon nicht schlecht.
dann scheinen die echt nicht wirklich hier Verteidigung gegen Magie und Feuer zu haben. Oder eins von beidem, je nachdem. Finde ich gut. So, dann schauen wir uns noch den letzten Zipfel an. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte auf die Karte. So, dann haben wir da ja noch dieses kleine Gebiet zwischen, ja, Cavalons Hütte. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt genau wisst, wo das auf der Karte ist. Halt da neben diesem kleinen Tal, wo wir den Feuersturm das erste Mal ausprobiert haben. Da können wir nochmal gucken, ob da noch irgendwas rumkreucht. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, brechen wir auf zum nächsten Fokusstein. Wobei, das ist dafür die falsche Karte. Moment, Moment! Beziehungsweise, wir wollen eigentlich erstmal dann den anderen Fokus schon mal zu Satoras bringen. Genau, da unten ist der. Da gehen wir dann am besten vom Sumpflager aus hin. Aber egal, den Abschnitt hier möchte ich jetzt trotzdem noch erforschen. Ach, es ist schön. Also, ich mag Regen ja eigentlich auch so sehr gerne. Wenn man dann irgendwie zu Hause sitzt und der Regen so richtig stark gegen das Fenster prasselt, ja. Man sitzt halt im Warmen, hat dann irgendwie noch einen Tee oder so. Das ist schon sehr gemütlich. Natürlich, wenn man dann draußen unterwegs sein muss, ist das dann weniger cool. Vor allem, wenn man irgendwie Schuhe hat, die nicht so ganz wasserdicht sind und dann nasse Füße bekommt. Aber trotzdem. Ich mag es auch, wenn es schneit. Das finde ich auch immer sehr schön. Gut, ich muss auch nicht irgendwie mit dem Auto unterwegs sein oder so. Deswegen ist das bei mir nochmal eine andere Sache und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, irgendwie Schnee zu schippen hier oder so. War ich mal in einer anderen Wohnung. Das war nicht so cool. Wenn es dann schneit, dann denkt man sich immer morgens, ach nö, jetzt muss ich raus und hier schippen. Aber so, wenn man keine Verantwortung hat, in dem Sinne zumindest, dann ist das doch sehr schön. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Hier unten dürfte das Tal sein, genau. Da unten war der Lurker. Da hinten waren die zwei Ork-Krieger. Und da drüben, da kann man schon sehen, das Dach ist Cavalons Hütte. War ich hier in dem Turm eigentlich schon drin? Also hier ist sowieso nichts drin, das weiß ich noch. Ah, na gut, da ist sowieso nichts drin. Muss ich jetzt auch nicht reingehen, ist halt einfach eine Ruine. Ich kann auch mal kurz schauen, ob hier oben irgendwas ist. Naja, ich bin ja schon mal da unten lang gegangen, mehrfach sogar. Aber krass, wie man hier auf diesen Hügeln rumklettern kann, wusste ich gar nicht. Also nicht, dass hier irgendwie was Besonderes wäre wahrscheinlich, aber nö, hier ist einfach nur Grastextur. Keine Pflanzen, keine Pilze, keine Gegner. Fast schon schade. Ja, komm, du sollst jetzt nicht den Berg runterrutschen. Das dauert nämlich viel zu lange. Ja, und da waren wir gerade eben. Na gut. Dann würde ich mal sagen, bringen wir einfach mal den Fokusstein zu Satoras. Wir haben ja eine Teleportspruchrolle bekommen. Irgendwo hier genau Teleport zu den Wassermagiern. Und das nutzen wir jetzt einfach mal. Hallo. Na? Komm hier auch passend schön im Pentagramm an. Magie zu Ehren. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Genau, ich habe früher mal gedacht, musst du in einem Stück zurückkehren. Bevor ich jetzt da hingehe, hole ich erstmal die anderen, weil ich habe ja nur eine Teleport-Spruchrolle, aber wir kriegen immer wieder eine neue, wenn wir sie verbrauchen. Deswegen ist das kein Problem. Und wir kriegen halt einfach mal 3500 Erfahrungen, wenn wir einen Fokusstein zurückbringen. Oh Gott, hier flackert das Inventar. Moment. So, ja, wir brauchen noch 3000 Erfahrungen, 2990 um genau zu sein, fürs nächste Level.
Das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, einen Fokusstein abliefern und dann haben wir schon das nächste Level. Ich würde sagen, wir gucken uns dann das nächste Mal den Fokus da ganz im Süden an. Ja, da gehen wir dann vom Sumpflager einfach hin. Und ja, machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. War ja schon actionreich genug hier, wobei ich eigentlich gar nicht gestorben bin. Also, bis auf das eine Mal, wo ich gesagt habe, yo, ich gehe jetzt da absichtlich sterben. Aber hey, ich meine, dafür, dass ich so wenig gestorben bin, kann ich mich jetzt nochmal hier runterstürzen. Einfach weil ich es kann. Geronimo, Bauchklatscher! Oha, da hat es mich aber ziemlich weit weggeschleudert. Na gut, ich war so hungrig, ich wollte unbedingt jetzt zu diesem Scavenger. Genau, das wird sein. Ah, ich bewege mich aber noch. Ich lebe noch. Naja, gut, unser Held muss sich erstmal die Wunden auskurieren. Und ja, wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut.